Wir freuen uns riesig, dass wir mit diesem Video tolle Neuigkeiten verkünden können, was die Hashtag im Ländle Schulfreundschaft betrifft. Tamer und sein Team vom Alsham Global waren richtig fleißig. Hi guys from Germany. Alles gut? Now we are in our way to our work in our school project to build the tent. We have Rayed in our team and teacher Ahmad. How are you? He will How be our you? Teacher in our school. Sie haben Steine, Baumaterial und ein Zelt besorgt, die Schule gebaut und sogar eine Toilette für die Kids, damit die diese recht schnell während der Unterrichtszeit erreichen können. Die Bewohner und Bewohnerinnen von dem Camp und auch die Kinder haben tatkräftig mitgeholfen und es scheint so, als ob sie es kaum erwarten konnten, endlich zur Schule zu gehen. Am Tag der Eröffnung gab es für alle Kuchen und was zu trinken und das Schulmaterial wurde ausgeteilt. Tamer selbst hat uns einen Brief geschrieben. Liebe Freunde, ich hatte gehofft, dass ihr den Moment bei uns sein würdet, als das Schulzelt eröffnet hat. Dann hättet ihr die Freude der Kinder teilen und das Strahlen auf ihren Gesichtern sehen können. Es war ein wundervoller Moment, den die Kinder sicherlich niemals vergessen werden. Am ersten Tag registrierte unser Lehrer Ahmed 58 Kinder für das Schulprojekt. Aber die Überraschung kam am zweiten, beziehungsweise am dritten Tag. Nachdem wir das Schulzelt eröffnet hatten, kamen immer mehr Kinder, die die Schule besuchen wollten. Ahmed zählte zum Schluss 94. Es kam dazu, dass manche Kinder vor dem Zelt angefangen haben zu weinen, weil sie unbedingt zur Schule wollten. Und es hat uns fast das Herz gebrochen. Darum schaue ich, dass wir alsbald eine Lösung finden, dass wirklich alle Kinder, die in diesem Camp möchten, zur Schule können. Ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit. Hoffentlich auf bald. Euer Freund Tamer. Auch die Kinder der Grundschule Endingen-Erzingen waren fleißig. Vor den Sommerferien haben sie einen ganz tollen Banner gestaltet und ihren Händeabdruck darauf verewigt. Dieser Banner geht jetzt bald auf Reisen an die syrische Grenze und wird dort seinen Platz in der Campschule finden.